Ja, hallo liebe Freunde von Schallplatten und längst vergangener Wiedergabetechnik. Ich möchte euch mal heute Folgendes zeigen, wie man einen Plattenspieler an einem Verstärker anschließt. Ja, es klingt jetzt vielleicht einfach, aber so einfach ist es für einige nicht. Und wozu man dieses Teil hier braucht, ist nämlich manchmal extrem wichtig. Alles klar, viel Spaß dabei. Euer Speaker Schocker. So, ich habe diesen Plattenspieler, es ist übrigens ein Technics SLBD20D, ein automatischer Plattenspieler, mit einer ganz normalen Cinch-Verbindung, einen Verstärker, x-beliebigen Eingang. Ich habe beim Verstärker habe ich den Aux-Eingang an der Front ausgesucht. Und hier hinten ganz bleibt ja nicht mehr viel übrig. Hat er zwei Cinch-Ausgänge und über diese habe ich den Verstärker mit dem Plattenspieler verbunden. Und wir starten jetzt einfach mal hier die Vinyl. Fern, es ist ein halbautomatischer. Hier steht zwar dran, es sei ein automatisches System, ist aber Halbautomatik, weil es gibt keinen Startknopf. Wir haben hier eine Lift-Funktion, eine Stopp-Funktion und hier die Geschwindigkeit. Starten müssen wir das Ganze selber, indem wir die Nadel, hier in dem Fall ist es das Tonabnehmersystem P34, selbst auf die Nadel ablegen. So. Und jetzt könnte man meinen, jo, der Ton wird jetzt über den Verstärker verstärkt und läuft alles klar. Der wird auch verstärkt. Wir haben jetzt hier schon eine leicht erhöhte Lautstärke. Und kommt nicht viel bei rum, ne? Es ist nämlich folgendes Problem, was einige Plattenspieler und dann auch noch in Zusammenkunft mit einem bestimmten Verstärkerbauart zusammenkommen, die nicht gerade super geeignet ist. Der Plattenspieler hat keinen Vorverstärker und der Verstärker hier, oder V-Receiver, hat keinen separaten Eingang für einen Plattenspieler ohne Vorverstärker. Der sogenannte Phono-Eingang ist hier gar nicht vorgesehen und ist bei vielen Verstärkern erst recht nicht mehr, gar nicht mehr vorgesehen. Was sich viele Hersteller wahrscheinlich denken, oh, braucht man nicht. Viele Plattenspieler sind aber darauf angewiesen, auf einen Phono-Eingang, weil es ist ein unverstärkter Eingang ist. Plattenspieler ist unverstärkt, Mikrofon ist auch unverstärkt. Ein CD-Player, Kassettendeck, MP3-Player, Computer sind alle vorverstärkt. Da braucht man sowas, sich keine Sorgen zu machen. So, wie lösen wir denn jetzt hier das Problem? Ich will jetzt hier meine Platten hören. Plattenspieler wegschmeißen und neuen kaufen mit integriertem Vorverstärker braucht man nicht. Dafür kommt dieses gesehene Gerät ins Spiel, was wir gerade gesehen haben. Das ist ein externer Vorverstärker, es ist kein besonderes Modell. Gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, unterschiedliche Preisklasse. Diese lag hier jetzt bei 30 Euro. Und macht nichts anderes als das, was in den CD-Playern und Kassettendecks und wie gerade genannten Geräte schon eingebaut ist. Das ist ein Vorverstärker. Hier geht das Signal vom Plattenspieler hinein, wird vorverstärkt und geht dann hier raus zum Endgerät, sprich Verstärker. Darum ja auch hier ein Preamp, also ein Vorverstärker. Preamp, jetzt könnt ihr euch überlegen, Pre-Out habe ich schon mal gehört. Richtig, das ist der Subwoofer-Ausgang oder auch andere Ausgänge mit Cinch. Pre-Out, die sind nämlich auch nur vorverstärkt. Nichts Endverstärktes, nur vorverstärkt. So, jetzt schließen wir das Gerät einfach mal dazwischen. Wie das geht, zeige ich euch. Wichtig, bevor man solche Anschlussarbeiten ausführt, erstmal natürlich das ganze Gerät abzuschalten und ganz wichtig vom Stromkreislauf, vom Stromnetz trennen. So, und jetzt legen wir los. Was brauche ich eigentlich jetzt, um das Gerät jetzt zusätzlich anschließen zu können? Natürlich, ich brauche den Vorverstärker an sich, der natürlich mit einer Stromversorgung, das Netzteil liegt jetzt da hinten noch, der herkommt, die brauche ich auch noch und ein zusätzliches Zinchkabel. So, und wie wir das anschließen, das zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich ganz einfach. So, ganz einfach. Wir nehmen uns einfach jetzt ein Zinchkabel. Der Ausgang vom Plattenspieler über Zinch ist ja schon bekannt. Ist ein bisschen blöd hier, muss ein bisschen fummeln hier. So. Den schließen wir ganz gewohnt an. Also eine Zinchleitung hier, die zweite auch noch, hier links und rechts.
So. Das gefällt mir aber nicht. Ist aber fest. So. So, mit dieser Leitung gehen wir jetzt, wo wir vorhin direkt in den Verstärker reingegangen sind, gehen wir jetzt erst in den Vorverstärker. Wir gehen hier in diesen Anschluss. Hier ist auch direkt schon hier beschriftet, steht Input drauf. Also zu Deutsch Eingang. Das machen wir auch. Auch hier stromlos arbeiten. So, hiermit sind wir fertig. Jetzt nehmen wir uns ein anderes Cinch-Kabel, verbinden dieses mit dem Output, also dem Ausgang des Vorverstärkers. Und das andere Ende kann ich jetzt in einem beliebigen Eingang meines Endgerätes, sprich Verstärker, anschließen. Es muss jetzt nicht mehr der Phono-Eingang sein. Schließe ich das Gesamte jetzt so in den Phono-Eingang an, ist das Ganze verzerrt, weil der Phono-Eingang wird extra nochmal vorverstärkt, weil, wie gesagt, die Plattenspieler oder auch Mikrofone nicht vorverstärkt sind. So, also nehmen wir hier jetzt unsere Leitung. Und schließen sie mit dem Verstärker an. Das war's. Jetzt noch die Stromversorgung wiederherstellen. Sprich Netzteil hier anschließen. Gerätschaften wieder einschalten. Musik hören. Das machen wir mal eben. So, jetzt alle Geräte wieder mit Strom verbunden. Vorhin ist mir aufgefallen, ich habe was vergessen. Und zwar gibt es hier noch einen Ground-Anschluss. Der ist dafür da, wenn der Plattenspieler jetzt noch ein extra Erdungskabel-Anschlussmöglichkeit hat, dass ich den Plattenspieler hier über diesen Anschluss, über die Stromleitung erden kann, um Brummschleifen oder sämtliche Brummgeräusche, die öfters bei Plattenspielern mal vorkommen können, zu minimieren und besten ganz zu vermeiden. So, jetzt haben wir alles mit Strom angeschlossen. So, jetzt machen wir hier. So, jetzt müssen wir auch nicht mehr so laut reden und jetzt hören wir auch direkt das, was bei rumkommt. Nachteil jetzt bei diesem Vorverstärker hier, sobald er mit Strom verbunden ist, ist er an. Einen An- und Ausknopf gibt es leider nicht, aber es ist nicht mein Problem. So. Jetzt legen wir mal hier eben die Nadel hin. Da muss ich aber eben die Kamera mal eben die andere Hand tun. So. Leuchte trägt schon. Und trägt viel besser rüber. Dieser Plattenspieler finde ich ist besonders schön, weil er kann auch bei hohen Lautstärken kann er noch gut arbeiten. Er hat wenig damit zu tun mit Rückkopplungsproblemen bei hohen Lautstärken. Das liegt wahrscheinlich daran, da das jetzt alles zu Versuchszwecken alles hier an dieser Anschlussleiste hier schon angeschlossen ist, wo schon ein PC-Netzteil dran ist und wo das Handy-Ladekabel dran ist und diese ganzen Netzteile, die können dazu führen, dass es sowieso dann schon irgendwo Brummprobleme gibt. Aber es hält sich ja jetzt schon wieder sehr in Grenzen, weil ich festgestellt habe, dass das Kabel hier nicht ganz richtig drin steckte. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Immer alles überprüfen. Aber es läuft alles so, wie es soll. Also. Bei Plattenspieler ohne Vorverstärker und Verstärker ohne Phono-Eingang nicht direkt versagen. Einfach mal hier gucken. Beim Mediamarkt oder sowas, da kriegt man solche Geräte ab 30 Euro. Natürlich mehr Geld kann man für sowas immer ausgeben. Dann gibt es da wahrscheinlich noch eine Fernbedienung für An- und Ausschalten dazu. Weiß ich nicht. Ich habe hier das Gerät, das Kollege, der hat das für 30 Euro gekauft. Und ich kann da jetzt nichts Großartiges zu bemängeln. Außer was stört, es hat keinen An- und Ausschalter. Das heißt, man müsste entweder echt immer den Stecker ziehen oder man macht das hier über so eine
über so eine, na, sowas wie diese Steckdose da mit An- und Ausschalter. Dann kann man das.